Hallihallo, Hallöchen, wir spielen wieder LS22, sind auf der Karte Südhämmern und es geht weiter. Wir haben jetzt mittlerweile ein paar Kühe im Stall, die machen auch schon Mist, haben ein bisschen Milch produziert und ja, hoffen, damit es denn bald mal ordentlich Milch gibt. So, wir wollen jetzt, wenn wir da nämlich schauen, Mischration, wir wollen nämlich Futter organisieren und wir haben eigentlich eine Futterhalle und da brauchen wir ein bisschen Gras, Stroh, also das wird wahrscheinlich Heu sein und Silage und dann können wir da Mischration herstellen. Wir fahren gleich mal da dran vorbei, dann seht ihr, was ich meine, da können wir nämlich günstig Futter für die Viecher herstellen. Das einzige, was wir halt noch nicht haben, ist Stroh. Aber Gras haben wir auf jeden Fall. Da können wir erstmal was trocknen. So, TMR können wir da irgendwie mischen und irgendwo können wir hier sicher auch Gras und Heu und so weiter reinkippen. Ich glaube, wir müssen Silage, Heu und Stroh. Und Heu können wir ja in unserer Heutrocknung herstellen. Dafür müssen wir aber erstmal Gras mähen. Das machen wir jetzt. Sie haben nämlich bald mal Regen angesagt, dann geht es nämlich nicht mehr. Also müssen wir uns jetzt mal auf den Weg machen. So, wenn wir nichts sagen, ist alles gut. Also hier haben wir schon das erste Gras mal gemäht gehabt. Ich würde sagen, jetzt hauen wir da noch ein bisschen was runter. So, genau, eigentlich wurde ja Arbeitsbreite schwarz. So ist er jetzt. Alles klar, runter. So, schmeißen wir das mal dahin und
Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob ich alles abmähen soll, weil das ist unsere einzige Wiese. Aber eigentlich ist es ja egal, wenn wir da Futter haben. Mehr wie nachwachsen kann das Zeug ja nicht. Ich denke, wir werden alles mähen und haben dann vielleicht noch die Chance, damit es dann nochmal nachwächst und wir nochmal was erzielen können an Futter. Jetzt los. Okay, es hat kein Feld gefunden. Ich wollte eigentlich den Helfer laufen lassen. Dachte, dann kann ich nämlich schon den mit dem Schwader herholen. Also hier läuft es mit dem Helfer nicht. Ja, dann machen wir das halt selber. Müssen wir nachher mal gucken, ob wir da auf dem Waschplatz schon einen Kercher haben, um unsere Geräte zu waschen.
So, damit es nicht so eintönig wird, werden wir jetzt mal noch den Traktor parat machen mit dem Schwader. Den Ladewagen hat jetzt nämlich... Ich bin nämlich schon viel zu weit rübergefahren. Den Ladewagen hat eigentlich der Marcel Ferguson gerade dran. Er sagt wirklich, er hat kein Feld gefunden. So, vielleicht lassen wir den gleich dran hier und warten dann mit den Deutz. So, wir schicken den jetzt dahin. Versuchen sie jedenfalls. Mal gucken, ob er da ankommt. Vielleicht auf ein Stück, was wir schon gemäht haben. So. Und wir nehmen den hier. Ah, jetzt sehe ich auch, hier liegt noch die Palettengabel. Okay, dann haben wir auf jeden Fall eine. So, eine Drille haben wir auch. Kann ich das da abkoppeln? Oh. So, geht bloß so. Das ist die Drille und draußen ist der Tank. Den muss ich aber, das habe ich gar nicht das letzte Mal groß überlegt. Raps könnten wir machen. Und im nächsten Monat könnten wir Weizen und Gerste machen. Also wir können da schon einiges. Einfach fürs nächste Jahr. Ein paar Felder haben wir ja. Zwei oder so. So, ich muss irgendwie noch die Bremse umstellen, nicht damit ich, wenn ich zu lange drauf bleibe, fährt er einfach rückwärts. So, da sind wir schon. Schmeißen wir ihm mal das darüber.
Jetzt geht's ganz gut, wo wir das auf den Schwad gelegt haben, ist es nicht so breit und wir können das hier alles mit den einen Schwader an die Seite packen. So, ich bin gespannt, wie schnell das nachwächst. Aber wenn ich es nämlich jetzt richtig gemacht habe, habe ich nämlich in der Mitte jetzt einen Riesenschwad. Jawohl, das läuft. Okay, wenn ich vom anderen Blickwinkel aus, haben wir jetzt da ein bisschen was daneben gepackt, aber egal. So, wir wollen da noch einen Anhänger wirklich füllen.
Will nämlich schauen, ob ich davon Silage machen kann. Oh, 40% haben wir schon, das sieht schon mal ganz gut aus hier. Hälfte ist voll. So, kommt auf jeden Fall richtig was zusammen hier. So, ich glaube nämlich hier vorne neben dem Kuhstall kann ich nämlich Silage machen. So, bin mir aber nicht ganz sicher. Er sagt, ich kann abkippen. Aha, Produktion läuft. Das ist gut. Machen wir Silage. Müssen wir einen Anhänger haben noch mit, wo wir Heu machen. Jawohl, also das gefällt mir schon mal gut. Aber ich würde sagen, ich werde da noch ein bisschen weitermachen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.